Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Und heute sehen wir im Hintergrund schon die Theseus, einer von der numerisch größten Anzahl von leichten Trägern. Dann der Kolossus-Klasse, die die Royal Navy eingesetzt hat, die auch im Koreakrieg dann schlussendlich noch bei den UN Forces als Deployment-Schiff gedient hat. Und wir haben hier zwei verschiedene Flugstaffeln. Wir haben einmal die altbekannten und doch neu gedienten Skip-Bomber. Das sind die HE-Bomber, die mit den Springbomben arbeiten. Das bedeutet, wir haben hier einen der doch schnelleren Flugzeuge auf dem leichten Träger. Generell sind alle Flugzeuge ein bisschen schneller als bei den Briten normal üblich. Wir haben hier 182 Knoten und normal und 217 Knoten Max Speed. Wir haben 2490 Health. Wir haben on deck 12 von diesen Flugzeugen, also diesem Typ. Wir haben hier 6 Flugzeuge, zwei Angriffsfluggruppen, einmal 3 und dann noch einmal 3. Jede Angriffsfluggruppe hat 3 Flugzeuge mit jeweils einer Springbombe, also summa summarum 6 Springbomben in total bei 2 Angriffsfluggruppen. 11.700 Alpha Damage pro Bombe mit 66% Feuerschance und 69 mm Penetration. Wir haben hier den Speed Boost, also das ist die Verlängerung Motor. Leistung und wir haben einen Jäger, den wir hier platzieren können. Und das ist tatsächlich die Hauptattraktion dieses Schiffes im Sinne von, mit diesen Skip-Bombern machen wir nicht nur den meisten Schaden, sondern wir versuchen auch immer einen Tick am Brennen zu haben. Und das ist auch das, was hier bei diesem Flugzeugträger großteils der Fall sein wird. Wir versuchen immer entweder Flutung oder aber einen Brand zu haben. Das ist 90% des Einsatzzweckes, diese Skip-Bomber, diese Springbomben. Und ihr wisst, ich bin kein besonders guter Flugzeugträger-Pilot, deswegen werden wir hier das ein bisschen cineastisch abarbeiten, denn die Gefechte, die ich gefahren bin, ja, da waren auch 90, 100, 120.000 Schaden mit dabei, aber auf der anderen Seite waren die Gefechte nichts Besonderes. Die zweiten Flugzeuge, die wir zur Verfügung haben, sind die Torpedobomber. Das sind Seehornet wie die Springbomben, ebenso mit 182 Knoten, Reisegeschwindigkeit, Max Speed 217. Hier ein bisschen mehr Health, 2670. Wir haben hier zwei Squadron mit jeweils 2 Flugzeugen mit dabei. Jedes Flugzeug in der Angriffsquadron, also 2, trägt 2 Torpedos, also 4. Allerdings muss ich sagen, die Torpedos mit 30 Knoten, Torpedo-Speed und 3600 Damage, das ist nicht das Beste, was generell der Flugzeugträger zu bieten hat. Das wisst ihr selbst, arschlangsame Torpedos mit einer Flutungschance von 15%. Ist es wirklich tatsächlich nur, um Schlachtschiffe anzugreifen? Je langsamer und schlechter manövrierbar, desto besser für uns. Und diese Flutung, die ich hier auf die Colorado gemacht habe, das war schon das höchste der Gefühle. Manchmal hat man ganze Gefechte, bei denen man keine Möglichkeit hat, Flutungen zu machen. Und ihr seht schon, die Torpedobomber im Vergleich zu denen der Implacable, ich will es nicht sagen unterirdisch, aber die Implacable ist auch nicht dafür bekannt, die besten Torpedobomber zu haben. Allerdings auch hier, wie schon beim vorherigen Vergleich mit den Springbomben, beim Baumschiff weitaus besserer Speed als das Baumschiff bei den Flugzeugen. Bei der Panzerung gilt das, was bei vielen Flugzeugträgern gilt. Ist man offen und wird getroffen, gibt es wenig, was zwischen einem schnellen Ausscheiden aus dem Gefecht und einem Überleben steht. Meist ist das nur die Panzerung. Hier auf Stufe 8 bei der Theseus mit 19 mm auf der Seite. Nicht wirklich viel. 25 mm Deckspanzerung ebenso nicht wirklich viel. Das bedeutet auch HE-Treffer aus großer Entfernung beim Prallen aufs Deck. Meist Penetration, außer bei sehr, sehr leichten oder bei DD-Beschuss und hier mit der aufbauten Panzerung von 13 mm quasi. Die letzte Möglichkeit, auch für das kleinste Kaliber hier noch Schaden zu machen, wenn wir von Stufe 6 Schiffen beschossen werden. Das bedeutet auch, dass wir, wenn wir das ein kleines bisschen strippen, also ein bisschen wegnehmen, dann sehen wir, die Zitadelle schwieriger zu erreichen, als man glaubt, denn die Form ist ein bisschen anders. Allerdings frontal bei 19 mm ab 283 mm, muss man immer sagen, das ist Stand jetzt 2024, im August das Kaliber, das es schafft, die 19 mm zu overmatchen und diese Panzerung außen vor zu lassen, um keine Abprallberechnung in Gang zu setzen, dass man hier durch die Kasematte dann auch in die Zitadelle schießen kann. Wenn wir jetzt aber mal die Seiten wegnehmen und dann die Aufbauten und dann schlussendlich einmal die Hilfsräume,
und dann immer noch nicht bei der Zitadelle sind. Ne? Das ist nämlich nicht die über das gesamte Schiff. Das hier zählt noch alles als Kasematte. Man muss also quasi durch den gesamten Bereich hier durch, um hier zur Zitadelle zu kommen. Und ihr seht schon, da wo die Kasematte über die gesamte Breite des Schiffes geht, haben wir hier bei der Zitadelle nur einen kleinen Bereich. Deswegen, wenn ihr auf die Theseus schießen wollt, dann könnt ihr euch merken, von der Seite ab dem Schornsteinbeginn zurück bis zum nächsten Beiboot, also zum Hilfsboot von vorne, wäre das das zweite. Das sind die Abmessungen. Und natürlich, wie immer, immer in der Mitte des Schiffes zielen, auch wenn unser RNG und die Streuung sein weiteres dafür tut, dass man nicht so viel trifft, aber hier ist quasi der Zitadellenbereich. Alles andere wird je nachdem, wohin ihr schießt, Penetrationen oder auch Overpenetrations, also Überpenetrationen, durch Schüsse mit nur 10% des Alpha-Schadens erzeugen. Die Theseus, ein recht leicht gepanzerter Flugzeugträger, der von vielen Dingen viel Schaden nehmen kann, aber auch an den richtigen Orten getroffen werden will, um massiven Schaden zu bekommen. Dieses Schiff wird in Web Adventure für Special Tokens oder im Premium Shop für echtes Geld verfügbar sein. Theoretisch nackt und im Admiralspaket, einmal für 13.800 Tokens in der Armory im Totalen oder mit 14.000 frei erspielbar. Man kann unter anderem auch 1k Dublonen gegen 1k Token tauschen und man kann The Heart of the Oak Container und Premium Container kaufen, um die Theseus zu bekommen. Dieser leichteste aller britischen Flugzeugträger mit 18.040 Tonnen, hier im direkten Vergleich auch zu sehen mit 47.000 Trefferpunkten und einer besten Aufdeckungsreichweite von 11,36 und besten Wendekreisradius mit 890 Metern und dann auch einem guten Concealment, ist nur mit zwei Bomber, also mit zwei Flugzeugvarianten gesegnet. Aber alles in allem ein Schiff, das durch geringe Gefechtszeiten schwer zu leiden hat. Und die Torpedobomber machen einfach nicht nur zu wenig Schaden, sondern auch einfach zu wenig Flutung. Ja, am Ende möchte ich euch noch einmal abfangen. Und ja, ich weiß, es hat kein Gefechtsvideo gegeben, aber wie auch schon im Video erklärt, ich bin nicht unbedingt der beste Flugzeugträgerfahrer. Und wenn auch das auf andere Klassen ebenso zutreffen mag, dann habe ich zumindest ein bisschen Expertise mit unzähligen Gefechten, mit denen ich dann ein bisschen das ausgleichen kann. Das ist beim Flugzeugträger aber generell nicht so und deshalb möchte ich keine falschen Tipps geben. Ich hoffe, ihr versteht das und getreu dem Sprichwort Schuster bleibt bei deinen Leisten, dass ich euch das Schiff vorstellen kann in einer, ich hoffe, doch sehr schönen und für mich cineastischen Art und Weise, sodass ihr die Stats und auch zumindest die Möglichkeiten dieses Schiffes kennt. Nicht nur, wie ihr es bekommen könnt, sondern auch, was ihr damit machen könnt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein bisschen Feedback hinterlassen würdet, wie euch das gefallen hat. War es zu gehetzt? War es zu wenig Informationen? Möchtet ihr es gerne länger? Und bitte bedenkt, bei den nächsten Schiffen mögen es die Klassen sein, die ich auch fahren kann, auch wenn es mal ein U-Boot ist, dann wird nach diesem cineastischen Teil auch ein Gefechtsteil angehängt sein, so wie bei der letzten Almirante Oquendo oder auch bei jedem anderen Teil. Und dieser cineastische Teil wird nur den Teil im Hafen ersetzen. Also, ich bin gespannt auf eure Meinung. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann in einem Stream und in den Kommentaren. Ciao!